In diesem Video möchte ich mit euch das Unternehmen Paycom aus den USA analysieren. Das Softwareunternehmen hat in den letzten Wochen und Monaten sehr stark an der Börse gelitten. Der Aktienkurs ist unterdessen 55% gefallen seit dem Hochpunkt. Und deshalb macht es absolut Sinn, sich das Unternehmen mal im Detail anzuschauen, ob es jetzt bereits gute Einstiegsmöglichkeiten gibt, um in die Aktie einzusteigen, oder wenn man die Aktie bereits hält, ob man vielleicht nachkaufen sollte oder vielleicht noch etwas abwarten sollte. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Wir gehen gleich rein in die Analyse und wie immer schauen wir uns zunächst mal die Entwicklung des Aktienkurses an und vergleichen diese Entwicklung mit direkten Konkurrenten oder anderen Marktteilnehmern. Also, was sehen wir hier? Wir sehen eine 5-jährige Entwicklung der Aktienkurse von Paycom, Paychex, ADP und dem S&P 500 Total Return. Was ist das Spezielle hierbei? Bei allen Unternehmen ist die potenzielle Dividende mit eingerechnet, auch im S&P 500. Also wir haben es mit gleich langen Spießen zu tun. Wir sehen die Gesamtperformance, die Gesamtrendite, Kursgewinne und Dividende, alles mit eingerechnet. Über 5 Jahre hinweg. Also, und somit können wir sagen, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also es ist wirklich sehr spannend. Wir haben hier relativ gut vergleichbare Unternehmen. Deshalb ist hier auch die Performance relativ ähnlich. Aber wir sehen, dass es doch gewisse Ausreißer gab. Aktuell muss man sagen, dass Paychex die Nase vorn hat mit einer Rendite von 77% über die letzten 5 Jahre. Dicht gefolgt von ADP mit 75% Rendite, danach Paycom 67% und das Schlusslicht wäre dann der S&P 500 Total Return mit etwa 60% Rendite. Also alle drei Unternehmen hätten den Gesamtmarkt geschlagen. Das ist die gute Meldung dabei. Was wir hier vielleicht speziell noch erwähnen sollten, ist, dass gerade Paycom vor dem großen Abverkauf hier, ich sage mal so im Oktober 2021, Entschuldigung, da hat man natürlich extrem aufgeholt. Also hat man einen großen Vorsprung gehabt gegenüber der Konkurrenz, rein von der Bewertung der Aktie. Das war aber schon deutlich überbewertet, hat man sehr gut gesehen. Und diese Überbewertung hat sich jetzt auch kontinuierlich abgebaut. Und deshalb jetzt der Aktienkurs hier wieder vergleichbar mit den anderen Unternehmen. Genau. Jetzt schauen wir uns aber mal Paycom im kurzen Überblick an. Mit was haben wir es zu tun? Wir haben aktuell einen Börsenwert von 15 Milliarden US-Dollar. Der war vor einigen Monaten deutlich höher. Die Jahresperformance der Aktie liegt bei etwa minus 22%. Also innerhalb der letzten 12 Monate, also da hat sich deutlich auch der Wert nochmal reduziert. Der Umsatz 2022 lag bei etwa 1,38 Milliarden US-Dollar. Das jährliche Wachstum des Umsatzes in den letzten 5 Jahren lag bei stolzen 25% pro Jahr. Und auch beim Gewinn sehen wir 2022 281 Millionen US-Dollar Nettogewinn. Ein Wachstum die letzten 5 Jahre im Durchschnitt von 20,7% pro Jahr. Also hier haben wir es wirklich mit einem Wachstumsunternehmen zu tun. Das Wachstum immer noch intakt. Sehr solide Wachstumszahlen, ganz klar. Also sehr spannend, was Paycom hier nach wie vor abliefert. Also, mit was haben wir es zu tun? Was ist das Geschäftsmodell? Ganz kurz gesagt, wir haben ein Unternehmen, das entwickelt HR, Human Resource Management Software für verschiedene Bereiche. Das sind Bereiche wie Talentakquise, also da unterstützt man die Unternehmen bei der Suche, bei der Auswahl, bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern. Da ist es sehr wichtig, dass man gute Prozesse hat, dass man hier von der Digitalisierung profitieren kann, weil das doch ein sehr teurer Bereich für ein Unternehmen ist und auch sehr wichtig, dass man hier die richtigen Talente finden kann. Deshalb ist es für viele Unternehmen auch wichtig, hier zu investieren. Wir haben aber auch Themen wie Zeit- und Arbeitsmanagement, also die klassische Erfassung und Verwaltung von Arbeitszeiten, Urlaubstagen, Überstunden. Und das wisst ihr alle selbst, die irgendwo in einem Großkonzern beschäftigt sind. Das kann teilweise recht mühsam sein. Hier hat Paycom sehr gute Lösungen entwickelt, wie das jeder Mitarbeiter über Smartphone oder über den Desktop oder den Laptop, was auch immer, sehr einfach erfassen kann. Dann haben wir das Thema Lohn- und Gehaltsabrechnung, also automatische Berechnung und Zahlung von Gehältern und Sozialleistungen.
Das ist natürlich auch ein Thema, das sehr viele Ressourcen sparen kann im Unternehmen. Das Thema Talentmanagement, also die Förderung der Karriereentwicklung und die Förderung von Mitarbeitern, wird immer, immer wichtiger in Zeiten von ja, Arbeitskräftemangel, von Kampf um Talente etc. ist es natürlich wichtig, dass man hier auch seinen Mitarbeitern einiges bieten kann. Das Ganze muss überwacht werden, muss kontrolliert werden, ob das auch etwas nützt, ob das etwas bringt, weil das sind halt schon auch Kosten, die anfangen, die man hier beobachten muss. Und dann halt ganz klassisch Human Resource Management, also die Verwaltung von Personaldaten, von Prozessen, von Richtlinien, auch schlussendlich auch rechtliche Themen, die hier abgebildet werden. Also eigentlich im Prinzip wirklich das ganze Spektrum von der Suche von neuen Mitarbeitern, diese einzustellen, ans Unternehmen zu binden, aber dann auch, wenn diese pensioniert werden, die ganzen Themen, die dann anfallen, die ganze Bandbreite wird hier abgedeckt mit Softwarelösungen. Genau. Was man jetzt sagen muss, deshalb bringe ich das auch jetzt schon von Anfang an, wir müssen ganz klar sagen, deshalb schauen vielleicht viele das Video auch an. Wir haben aktuell gesehen, dass die Aktie sehr stark gelitten hat. Das Geschäftsmodell an sich sieht ja gut aus, aber wieso fällt denn die Aktie jetzt? Wir haben nämlich ein relativ aktuelles Ereignis vom 2. August 2023. Und zwar hat Paycom ein Datenleck bekannt gegeben. Also das Unternehmen wurde quasi gehackt, wurde angegriffen. Man weiß aber hier wirklich sehr wenige Details. Es wurde wenig kommuniziert, wie viele Daten das hier rausgegangen sind, gestohlen wurden. Fakt ist einfach, das ist ein Image-Schaden, der aktuell stattfindet oder stattgefunden hat, wo man jetzt einfach noch nicht genau weiß, was das für eine Auswirkung hat, was hier schlussendlich daraus entsteht. Entstehen da größere Gerichtsfälle, weil Paycom hier vielleicht etwas, ja, schlussendlich zu wenig vorsichtig mit diesem Datenschutz vorgegangen ist, Datensicherheit, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall bei Bekanntgabe dieser Nachricht ist die Aktie um 19% am Tag gefallen. Also hier wirklich ein starker Rückgang des Aktienkurses. Und wir wissen ja eines, was die Börse nicht mag, was die Investoren nicht mögen, das ist Unsicherheit. Und wenn so eine Meldung rauskommt, dann ist das natürlich Gift für jeden Aktienkurs. Und deshalb hat die Aktie auch so stark gelitten und sich seitdem definitiv noch nicht erholt. Ganz im Gegenteil, die Aktie fällt aktuell noch weiter, weil das Vertrauen einfach noch nicht zurückgewonnen wurde. Also man würde sich jetzt auch wünschen, dass hier mal klare Kommunikation kommt, dass man mal weiß, wo man steht, weil es gibt hier bereits Meldungen, dass hier auch Klagen eingereicht wurden gegen das Unternehmen. Und ja, das sind einfach wirklich einfach keine schöne Situation. Man findet wirklich wenig Informationen dazu und das ist einfach Gift für den Aktienkurs. Deshalb greife ich jetzt von Anfang an dieses Thema, dass ihr Bescheid wisst. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das Unternehmen jetzt im Detail an, weil es natürlich wirklich ein fundamental gutes, solides Unternehmen ist, wo man sich überlegen muss, wir haben jetzt eine Krise, wie gehen wir jetzt damit um, um sich vielleicht bereits zu positionieren, um dann, wenn das Ganze vorüber ist, sich zu beteiligen am Unternehmen, gegebenenfalls. Also, Jahresabschluss 2022 Paycom. Wir sehen auch hier wieder beim Umsatz ein Wachstum von 30% beim Umsatz. Aktuell 1,38 Milliarden US-Dollar Umsatz. Im Jahr 2021 war das noch ca. 1,06 Milliarden. Das Jahr zuvor 841 Millionen. Also man sieht schon ein wirklich schönes Wachstum, auch hier vom Umsatz her. Das sind wirklich sehr, sehr starke Zahlen. Und auch die Prognosen, wie wir nachher sehen werden, sind nach wie vor sehr, sehr optimistisch. Auch diese Zahl interessant, quasi zeigt einfach nichts anderes aus, dass ein Großteil, über 90% der Umsätze wiederkehrend sind. Wenn man mal Kunde ist bei Paycom, die Software implementiert hat in seinem Unternehmen, dann wird man nicht so schnell wieder wechseln. Also das sind wirklich verschiedene Software, die in jede Bereiche reingehen und da bleibst du dann tendenziell einfach über viele, viele Jahre Kunde bei Paycom. Da muss schon einiges schief gehen, dass man hier sich abwendet. Auf der anderen Seite ist es einfach ein sehr hart umkämpftes Business. Also wir haben viele Unternehmen, die in diesem Bereich mitmischen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man die Kunden, die man hat, dass man die auch ans Unternehmen binden kann, weil die Akquise von neuen Kunden sehr, sehr teuer ist, weil es halt einfach viel Auswahl gibt, weil es halt einfach auch gute Konkurrenzunternehmen gibt. Deshalb ist so eine solche Zahl natürlich sehr, sehr wichtig, um weiter die Profitabilität von Unternehmen aufrechtzuerhalten. Ich habe mir mal den Markt noch ein bisschen angeschaut, einfach mal zu sehen, hey, wächst das Ganze noch? Gibt es hier noch eine Dynamik? Weil das ist immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen. Und habe mir einfach mal diesen,
Human Resource Application Market angeschaut, also dieser Softwarebereich, Zubehörbereich für das ganze Thema Personalwesen. Und da sieht man jetzt verschiedene Wachstumszahlen oder Umsatzzahlen international. Und für mich einfach wichtig, schauen wir uns mal an das Jahr 2020 in verschiedenen Bereichen. Schauen wir uns zum Beispiel mal das Thema Payroll an, also hier wirklich das Thema Lohnbuchhaltung, wenn man so will. Da wurde hier weltweit etwa 4,7 Milliarden Umsatz erzielt für Software rein in dieser Nische. Für das Jahr 2025 geht man bereits von 5,2 Milliarden aus. Also wir sehen hier ein weiteres Wachstum. Und man sieht das eigentlich fast in allen Bereichen. Also auch in diesem, im Personalmanagement geht man von weiterem Wachstum aus. Man geht aber auch in diesem, vor allem in diesem Learning-Bereich, also Weiterbildung von Mitarbeitern, Einführung von Mitarbeitern, geht man noch mit einem, von einem stärkeren Wachstum sogar aus. Und auch da ist Paycom mit dabei. Wir sehen aber auch natürlich das ganze Compensation Management. Wir sehen Benefits Administration, also ganze, ja, vielleicht auch vom Bonus, von Lohnbestandteilen, die nicht aus Geld bestehen, sondern vielleicht irgendwo, dass man auch ein Auto verwenden kann oder was auch immer, Spesenabrechnungen. Das sind auch Themen, die werden weiterhin wachsen, aber nicht mehr ganz so stark wie die zuvor erwähnten. Also man sieht im Prinzip, der Markt wächst, aber ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt hier jedes Jahr 30-40% Wachstum noch sieht. Das ist ein Markt, der ist schon relativ stark gesättigt, aber ein Wachstum ist natürlich weiterhin möglich. Das Thema Digitalisierung wird nicht anhalten, das geht weiter und das wird auch aus diesem Segment natürlich weiterhin wichtig bleiben. Und wenn man hier gut positioniert ist, hat man durchaus eine gute Chance, weiter wachsen zu können. Ich habe noch eine andere Grafik gefunden. Im Prinzip auch die gleichen Zahlen, einfach ein bisschen andere Segmente. Also die Kurzfassung, der Markt, der hat weiterhin Potenzial, der ist weiterhin interessant, definitiv kein rückläufiger Markt. Und das ist einfach schon mal wichtig, weil wenn du in einem rückläufigen Markt tätig bist, kannst du noch so gut sein. Du wirst es sehr, sehr schwierig haben, hier deine Umsätze und Gewinne weiter steigern zu können. Genau. Schauen wir uns die Aktionärstruktur an von Paycom, weil das ist wirklich interessant. Wir haben hier endlich mal wieder einen einzelnen Namen auf dieser Liste. Normalerweise sind das immer die großen Investmentfonds, die ganzen Vermögensverwalter. Aber wir haben hier eine Einzelperson, die die größte Position hält an Paycom, also die größte Einzelposition, und zwar sind das fast 14%. Das ist der Gründer, Chad Richison. Er hält eben immer noch einen betrachtlichen Anteil am Unternehmen. Und das finde ich immer sehr interessant. Er ist immer noch an der Spitze, er ist immer noch der CEO, er ist auch Verwaltungsratspräsident, also er hält die Zügel im Griff und ist natürlich sehr interessiert, dass es mit dem Unternehmen weitergeht, weil sein Vermögen natürlich sehr zum großen Teil abhängig ist von der Entwicklung von Paycom. Also, hier vielleicht noch kurz ein Überblick über die Person. Er ist Gründer von Paycom, er ist 51 Jahre alt, sein Vermögen beläuft sich auf ca. 2,5 Milliarden US-Dollar, zumindest der Teil des Vermögens, das investiert ist in Paycom. Was er sonst noch für Vermögenswerte hat, wissen wir nicht, geht uns auch nicht allzu viel an. Aber im Prinzip ist das für mich einfach immer sehr schön zu sehen. Die Person, die an der Spitze sitzt von diesem Unternehmen, ist sehr, sehr, sehr daran interessiert, dass es dem Unternehmen weiter gut geht, wird vielleicht auch eher langfristig orientiert sein am Erfolg des Unternehmens und keine kurzfristigen, schnellen Entscheidungen treffen, die einfach nur vielleicht für ein, zwei Quartale wichtig sind, sondern eher langfristig. Das finde ich wirklich sehr interessant, deshalb hebe ich das auch immer wieder hervor bei meinen Analysen. Also, gehen wir zurück ins Unternehmen, Paycom. Hier sehen wir mal noch die grafische Umsatzentwicklung von den letzten Jahren, aber auch schon mit den Prognosen. Wie wir schon gesehen haben, die Jahre 2020, 2021, 2022, wirklich ein schönes Wachstum vom Umsatz und auch die Prognosen, die sind sehr optimistisch. 2022, wie gesagt, ein Umsatz von etwa 1,38 Milliarden erzielt. Im Jahr 2025 geht man bereits von fast 2,5 Milliarden aus. Also wirklich fast schon eine Verdopplung. Spätestens im Jahr 2026 will man den Umsatz vom Jahr 2022 verdoppelt haben. Und das sieht man natürlich auch schlussendlich dann beim Gewinn. Also von dem her gesehen wirklich eine Wachstumsstory, ein Wachstumsunternehmen. Das ist kein Konzern, der wirklich alteingesessen ist und auf seine 4-5% wächst. Da sieht man natürlich auch das Ganze am Aktienkurs. Bei solchen Unternehmen gibt es viel mehr Volatilität, viel mehr Schwankungen. Wenn hier das Wachstum nicht so stattfindet, wie man das jetzt hier prognostiziert,
dann wird es auch wieder beim Umsatz, beim Aktienkurs natürlich sehr stark ersichtlich sein. Also es ist keine Aktie für schwache Nerven, für Investoren, welche relativ wenig Volatilität sehen wollen. Ganz klar nicht. Das ist was für Anleger, für Investoren, welche halt auch darauf spekulieren, eine deutliche Überrendite zu erzielen und deshalb auch gewisse Risiken eingehen möchten. Der Umsatz nach Kategorien oder nach Geschäftsbereichen sucht man vergeblich bei Paycom. Man kann eigentlich sagen, eben, es wird eigentlich alles erzielt über ein Abo-Modell. Also das sind auch eben diese wiederkehrenden Umsätze, die dann kommen. Und teilt das nicht auf seine einzelnen Sparten, die man hat, auf einzelne Produkte, sondern weist das Ganze einfach als eines aus. Aber wir sehen hier einfach auch nochmal die schöne Wachstumskurve vom Umsatz her. Sieht natürlich ganz gut aus. Auch bei der Umsatzverteilung nach Regionen gibt es hier auch nicht allzu viel zu sagen. Man ist rein in den USA tätig, zumindest wie man das hier ausweist. Also man hat hier theoretisch natürlich noch international, hätte man die Möglichkeit weiter zu wachsen, wobei man sagen muss, dass das wirklich ein Haifischbecken ist, dass vielleicht hier die großen Player bereits international schon so gut aufgestellt sind, dass das Wachstum, die Akquise von neuen Kunden hier wahrscheinlich sehr kostspielig wäre. Nichtsdestotrotz, der amerikanische Markt ist der größte Markt in diesem Bereich. Wenn man den hier relativ gut beherrschen kann, dann ist es natürlich ein spannender Markt. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass man hier ein großes USA-Exposure hat. Einfach rein für seine Portfolio-Diversifizierung. Wenn man jetzt hier ein Unternehmen sucht, das weltweit diversifiziert ist, wäre das vielleicht weniger der Fall. Die Prognosen, Punkt der Umsatzentwicklung, hier nochmals in Zahlen. Wir haben es vorhin schon mal kurz gesehen, aber das sieht positiv aus. Man geht wirklich die nächsten Jahre von einem starken weiteren Wachstum aus. Da haben wir gesehen, kann man natürlich sagen, alles, was über 1-2 Jahre in die Zukunft geht, also die Zahlen von 2025, 2026, die soll man nicht für bare Münze nehmen. Das ist mehr so eine Richtlinie, also eine Leitplanke, wohin es gehen könnte. Aber im Prinzip sieht das natürlich gut aus. Was wir auch sehen, ist natürlich, dass es keine großen Überraschungen gab, jeweils von den Schätzungen zu den effektiv gemeldeten Umsatzzahlen. Und da gab es zumindest mal nie eine negative Überraschung. Das ist vielleicht auch noch interessant zu sehen. Punkto Margen sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Also wir sehen natürlich, dass die Margen grundsätzlich steigen. Es gibt immer mal wieder kleine Schwankungen, aber im Prinzip steigen die relativ stark. Wir haben jetzt aktuell eine Nettomarge von etwas über 20%, eine operative Marge von fast 28%. Das ist absolut solide. Da gibt es sicher bessere Werte in diesem Softwarebereich, aber das sind wirklich gute Werte und die sollen weiter steigen, die sollen Richtung Nettomarge Richtung 25% gehen in den nächsten Jahren. Und dann sind wir wirklich in einem Bereich, wo wir wirklich von einer sehr guten Marge sprechen können. Und natürlich, je mehr die Marge steigt, also je mehr vom Umsatz hängen bleibt, desto stärker steigt dann schlussendlich auch der Gewinn. Und gerade am Anfang, wenn wir Wachstumsunternehmen haben, hat schlussendlich die Marge noch nicht so viel Priorität. Da will man zunächst mal wachsen, will man Kunden gewinnen, damit man diese danach, böse gesagt, etwas abschröpfen kann oder zumindest da einfach dann die Preise erhöhen kann und dann die Gewinne kommen. Aber wir sehen das bei Paycom, das ist natürlich kein Startup, das ist ein Unternehmen, das gibt es schon länger. Schon viele, viele Jahre ist man profitabel und kann hier bereits seine Margen ausbauen und das ist natürlich wirklich sehr schön zu sehen. Hier nochmal die Gewinnentwicklung, der EBIT, haben wir vorhin schon einmal gesehen, die Grafik. Aber auch da sehen wir natürlich, dass die Entwicklung sehr schön ist und auch die Prognosen sehen sehr vernünftig aus. Das Wachstum des EBITs geht Richtung 1 Milliarde, vielleicht im Jahr 2026, 2027. Also hier wirklich wahnsinnige Erwartungen, die natürlich auch auf der Aktie lasten, muss man ganz klar sagen. Wenn man diesen Erwartungen nicht gerecht wird, dann hat man natürlich auch große Schwankungen beim Aktienkurs, wie erwähnt. Hier nochmal die Gewinnentwicklung, der Gewinn pro Aktie. Das ist eigentlich nichts anderes als halt einfach auf den Gewinn pro Aktie heruntergebrochen. Also es sieht eigentlich von den Prognosen alles wunderbar aus. Wenn man auch in die Vergangenheit gehen, wir hatten kein Jahr, wo wir einen Einbruch hatten beim Gewinn, auch von 2019 nach 2020. Kann man sagen, schlussendlich, da gab es eine Stagnierung des Gewinns pro Aktie, aber bereits ein Jahr später hat man das alles wieder mehr als gut aufgeholt. Also wirklich ein Wachstumsunternehmen par excellence.
Das Thema Dividende war bis jetzt überhaupt noch kein Thema, wenn man so will, für Aktionäre. Das ändert sich jetzt aber. In diesem Jahr führt man eine Dividende ein. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei etwa 0,3%. Die Ausschüttungsquote bei 14%. Somit können wir auch noch nicht viel sagen über die letzten 5 Jahre, weil es einfach noch keine Dividende gab. Also wir können nicht sagen, wie stark ist die Dividende gestiegen. Das muss man jetzt schauen. Also für Dividendeninvestoren ist das bestimmt nicht die bevorzugte Aktie. Für Dividendenwachstumsinvestoren könnte es jetzt aber so langsam interessant werden, weil man natürlich eine tiefe Ausschüttungsquote hat. Man kann die natürlich massiv steigern, die Dividende, wenn man das wollte. Aber als Dividendeninvestor würde ich jetzt hier nicht meinen Fokus auf dieses Unternehmen setzen. Schauen wir uns noch die Bilanzen, die Verschuldung an von Paycom. Da muss man einfach sagen, wir haben es hier bilanztechnisch mit einem unglaublich starken Unternehmen zu tun. Also die Bilanz ist sehr, sehr, sehr gesund. Wieso ist die gesund? Weil wir einfach quasi schuldenfrei sind. Also wenn man sich das anschaut, Paycom hat verzinste Schulden im Umfang von 70 Millionen US-Dollar. Und das Gesamtvermögen von Paycom liegt deutlich über 4 Milliarden US-Dollar. Also da kann man sagen, die Schuldenquote verzinst liegt bei 1,5%. Also ich glaube, wir können uns darüber einigen, dass man sagen kann, das Unternehmen ist schuldenfrei. Entsprechend der Zinsaufwand liegt bei 3,4 Millionen. Selbst wenn die Zinsen sich jetzt verdoppeln, vervierfachen, ist das für das Unternehmen überhaupt nicht problematisch. Das ist natürlich ja, einen großen Spielraum, den man hat. Mal angenommen, Paycom hätte die Möglichkeit, einen Marktteilnehmer zu übernehmen, um weiter zu wachsen, sei es international, sei es zu diversifizieren in andere Segmente, dann hätte man natürlich die Möglichkeit, hier seine Schulden massiv aufzustocken, weil man jetzt von einer quasi schuldenfreien Situation kommt. Wir sehen aber auch, dass wir bereits Treasury-Stocks haben von fast 600 Millionen US-Dollar, also zurückgekaufte Aktien, die man auch verwenden kann für eine Übernahme. Wir sehen auch eine Cash- und Wertpapierposition von 400 Millionen. Also das Unternehmen ist sehr, sehr gut kapitalisiert, hat die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit weiter zu wachsen. Da ist einfach wichtig zu schauen, wenn große Akquisitionen kommen, sollte man als Aktionär wirklich drauf schauen, ist das ein Unternehmen, das zu Paycom passt. Ich kann mir auch vorstellen, falls mal eine Akquisition angekündigt wird, dass die Aktie von Paycom zunächst mal etwas fallen wird. Das ist relativ normal, weil das halt immer gewisse Unsicherheiten und Risiken sind. Mal angenommen, man würde jetzt hier plötzlich die Schuldenquote auf 20-30% erhöhen, neue Aktien rausgeben, um das Ganze zu finanzieren etc. Dann ist das oftmals so, dass dann zunächst mal der Aktienkurs fällt. Das muss man sich bewusst sein. Das ist so bei Wachstumsunternehmen. Da muss man die nötige Geduld auch mit aufbringen, aber hat natürlich auch sehr schöne Chancen über mittel- bis langfristige Sicht, hier sein Vermögen auch zu vermehren. Also eben auch der geringe Goodwill zeigt uns eigentlich schon auf, dass das Unternehmen noch nicht große Akquisitionen getätigt hat. Also man hat offenbar viel eigenentwickelt, nicht viel zugekauft. Das kann sich aber natürlich jederzeit ändern. Muss man einfach so auf dem Schirm haben, aber sicher eine sehr spannende Ausgangssituation. Deshalb auch, wir haben gesehen, wir haben eine gewisse Treasury-Stocks-Position, also zurückgekaufte Aktien. Sieht man auch hier, es werden immer mal wieder Aktien zurückgekauft. Also wir haben eigentlich 2016 haben wir die Phase beendet, wo das Unternehmen neue Aktien rausgegeben hat, um zu wachsen. Jetzt offenbar ist man genug profitabel und kann aus dieser Profitabilität selbst wachsen, muss keine neuen Aktien mehr rausgeben, sondern fängt jetzt eigentlich an, Aktien zurückzukaufen. Das sind so die Zyklen, die man hier auch anschauen kann, wo das Unternehmen jetzt steht. Und das gibt einem einfach folgendes Signal, dass man hier bestimmt nicht mehr aktuell eben darauf angewiesen ist, weiter Kapital einzusammeln, weil die Profitabilität einfach vorhanden ist. Was meinen die Analysten da draußen zu Paycom? Jetzt wird es spannend. Wir haben gesehen, die Aktie ist sehr stark gefallen. Und wenn wir uns jetzt die Analysten anschauen, 22 Analysten und Ratingagenturen etc. haben hier eine Meinung abgegeben. Und der größte Teil empfiehlt, die Aktie tatsächlich zu kaufen. Der allergrößte Teil sogar, die Aktie sehr stark zu kaufen, also zu überzugewichten im Prinzip. Lediglich ein Analyst empfiehlt die Aktie zum Verkauf. Hat sicher mit dieser aktuellen unsicheren Thematik zu tun, punkto des Datenlecks. Wenn man sich den Konsens anschaut, im Durchschnitt erwartet man für die nächsten 12 Monate, sage und schreibe, 51% Performance bei der Aktie. Jetzt muss man aber ganz gut aufpassen. Wir wissen nicht genau,
wann diese Ratings herausgegeben wurden. Es kann sein, dass diese Ratings vor 6 Monaten herausgegeben wurden, wo dieser Rückgang noch nicht drin war. Und dann ja, ist das vielleicht jetzt noch nicht angepasst. Also da muss man immer gut aufpassen, deshalb nie auf solche Zahlen achten. Man weiß hier nicht die Zusammenhänge. Man kann das wirklich, wirklich nicht sinnvoll interpretieren. Aber für mich einfach spannend, wenn es jetzt ganz große Probleme geben würde, würden wir hier wirklich mehr Verkaufspunkte sehen, Verkaufsempfehlungen, weil sich natürlich die Analysten hier tendenziell die Finger nicht verbrennen wollen. Aber auch da wirklich aufpassen, es dient lediglich als i-Tüpfelchen bei der Analyse, um zu schauen, wie die Stimmung herrscht. Wir machen uns jetzt ein eigenes Bild unter der Bewertung. Und zwar schauen wir uns an den fairen Wert von Paycom. Und das mal schauen wir uns den fairen Wert anhand von 2 Kennzahlen an. Und zwar haben wir die Kennzahl des bereinigten Gewinns pro Aktie, also der faire Wert des bereinigten Gewinns pro Aktie und der faire Wert des Umsatzes. Und da sehen wir eigentlich bei beiden Kennzahlen eine Unterbewertung. Also wir sehen hier diese braune Linie, die braungestrichene Linie ist der faire Wert des bereinigten Gewinns und hier die grüne Linie ist bezüglich des Umsatzes. Und tendenziell kann man sagen, wenn man darunter liegt, hat man es mit einer Unterbewertung zu tun, wenn man drüber liegt, mit einer Überbewertung. Was man ganz klar gesehen hat, ist, dass sich hier im Jahr 2020, 2021 eine deutliche Überbewertung aufgebaut hat. Die wurde jetzt korrigiert, abgebaut und aktuell befinden wir uns eigentlich wieder in einem sehr attraktiven Bereich, weil zuletzt, bevor hier diese Meldung kam mit diesem Datenleck, war die Aktie eigentlich interessant bewertet, punkto Umsatz fair bewertet, punkto Gewinn ganz leicht unterbewertet. Jetzt hat sich das Ganze wieder abverkauft und da muss man eben sehr gut aufpassen. Wenn man so eine Situation hat, wenn man sieht, dass eine Aktie deutlich unterbewertet ist, muss man genau hinschauen, woran das liegt. Und dann würde man eben sehr schnell auf dieses Datenleck stoßen und muss dann für sich beurteilen, ob man dieses Risiko eingehen will oder nicht. Prinzipiell muss man einfach sagen, je mehr Renditepotenzial, desto höher ist tendenziell das Risiko. Also wenn man hier wirklich große Risiken vermeiden will, dürfte man nicht investieren in Paycom aktuell, weil halt einfach ja, man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Kommen hier noch größere Klagewellen etc. Ist das hier nur ein kleines Problem, ein großes Problem? Muss man aufpassen. Wenn man für seine Strategie festgelegt hat, hey, ich bin sehr gut diversifiziert über verschiedene Bereiche, über verschiedene Segmente und ich kann mit einem bestimmten Prozentsatz auch mal hier ein größeres Risiko eingehen, dann wäre natürlich diese Aktie sehr interessant. Man hätte auch ein theoretisches Renditepotenzial von 30-40% pro Jahr bis Ende 2026, muss hier aber wirklich auch aufpassen, wenn man solche Renditeerwartungen sieht oder so Renditeprognosen. Weil man muss jetzt hingehen und schauen, okay, dieser faire Wert, der orientiert sich ja am Durchschnitt der letzten 10 Jahre, jetzt beim Gewinn anhand vom KGV, des bereinigten Gewinns über die letzten 10 Jahre. Und da muss man einfach gut aufpassen bei Wachstumsunternehmen. Okay, wie hat das Wachstum in den letzten 10 Jahren ausgesehen? Kann das Wachstum Stand heute und in den nächsten Jahren mit diesem Wachstum von der Vergangenheit mithalten oder flacht sich das jetzt relativ stark ab? Das heißt, wenn wir jetzt natürlich einfach als Beispiel ein KGV von 30, 40, 50 hätten und Wachstumszahlen von 20-30% in der Vergangenheit und aktuell für die Zukunft prognostiziert nur noch 5-6% Wachstum, dann wäre natürlich eine Bewertung mit einem 50er KGV wahrscheinlich nicht mehr angebracht und müsste wahrscheinlich tendenziell eher etwas angepasst werden nach unten. Also solche faire Werte sind sehr gut geeignet für Aktien, für Unternehmen, die bereits relativ etabliert sind, die nicht allzu dynamisch sich bewegen von der Entwicklung her, die relativ konstant wachsen, dann ist es eine sehr gute Herangehensweise. Wenn man das nicht hat, muss man hier ein bisschen aufpassen. Also gehen wir rein in die technische Analyse von Paycom. Schauen wir uns hier mal an im Wochenchart die Entwicklung des Aktienkurses seit Börsengang. Das war hier 2014 der Fall. Da hat sich die Aktie sehr lange, viele Jahre in diesem Korridor hier bewegt, in diesem Aufwärtskorridor und ist jetzt hier eigentlich Ende 2021 nach dem großen Abverkauf ausgebrochen aus diesem Korridor und befindet sich jetzt so prinzipiell so ein bisschen in der Seitwärtsbewegung. Einfach ganz einfach schlicht gesagt, wir sind hier wirklich deutlich ausgebrochen aus diesem, auf diesem ja, Wachstumskanal, wenn man so will. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal etwas in der Nähe an. Dieser Ausschnitt hier, den wir jetzt sehen, ist im Tageschart
Und zwar bildet das Ganze die Zeitspanne 2020 bis heute ab. Und was wir hier einfach sehen, ist vom Hochpunkt, das war jetzt hier eben im Oktober, November 2021, hat die Aktie bis heute 55% vom Kurs eingebüßt. Also wirklich eine deutliche Korrektur. Wenn man sich diesen Chart so anschaut, sieht das im ersten Moment gar nicht so danach aus. Aber wir sehen hier einfach ein sehr, sehr unklares Bild. Wir sehen hier keine schönen Trends, wir sehen keine schönen Entwicklungen nach oben oder nach unten. Das Einzige, was man hier wirklich sehr gut ausfindig machen kann, ist hier diese Supportzone hier. Also wir hatten hier immer wieder einen Bereich, wo dieser Bereich hier als Widerstand gedient hat, auch hier wieder als Widerstand. Hier als, schlussendlich, als wir dann durchgebrochen sind, wurde das zur Unterstützung, hat hier jetzt bereits mehrfach als Unterstützung gehalten. Und jetzt wird es natürlich brenzlig aktuell, weil wir sind gerade dabei, diese Unterstützung zu durchbrechen. Und das ist natürlich immer ein gefährliches Zeichen, weil vielleicht viele Anleger in diesem Bereich ihre Stop-Loss positioniert haben, wo sie sagen, hey, wenn wir darunter fallen, dann möchte ich rausgehen aus der Aktie, weil wir haben dann keine Orientierungspunkte mehr. Also wie weit geht es dann auch nach unten? Klar, die Aktie ist fundamental gut bewertet, sieht gesund aus, aber wenn einfach Unsicherheit vorherrscht, wie wir das aktuell haben, dann ist es einfach schwierig für neue Anleger, hier einen Einstieg zu finden. Will man jetzt in so ein fallendes Messer greifen, in so eine ungewisse Bodenbildung, die Bodenbildung scheint jetzt irgendwo schon langsam so ein bisschen angekratzt zu sein, möchte man hier das Ganze noch riskieren einzusteigen? Die meisten Anleger werden jetzt hier wahrscheinlich sagen, hey nein, ich warte jetzt einfach mal ab, bis sich das Ganze beruhigt hat, bis vielleicht auch eine klare Botschaft kommt, wie dieses Datenleck zustande kam, ob es hier zu Klagen kommt oder nicht. Also das muss man wirklich ganzheitlich betrachten und deshalb für mich die technische Analyse auch immer einen relativ hohen Stellenwert bei der Analyse, weil man hat das oftmals schon gesehen, auch bei 3M, bei dem Unternehmen 3M. Fundamental eigentlich gar nicht mal so schlechtes Unternehmen, aber durch die vielen Klagen, die es gegeben hat, ist einfach die Aktie über viele Monate und Jahre sogar gefallen. Und man hätte immer sagen können, aus fundamentaler Perspektive, ja, sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Und wenn man eingestiegen wäre, hätte man einfach sehr viel Geld verloren. Und deshalb kann man sich wirklich auch sehr gut hier am Chart orientieren, weil der Chart sagt einem ja nichts anderes aus als die Stimmung an der Börse. Und ist die Stimmung jetzt aktuell gut seit diesem hier, wenn man jetzt diesen Aufschnitt anschaut, das war hier der Tag, wo das Ganze publiziert wurde, wo es 19% nach unten ging. Hat sich das Ganze seitdem beruhigt? Nein, hat sich nicht. Also von dem her gesehen ist die Stimmung definitiv nicht besser geworden und da muss man einfach immer gut aufpassen. Das Ganze muss natürlich jeder für sich selbst beurteilen. Also wenn du jetzt rein fundamental ein Unternehmen bewertest und den Chart nicht anschaust, dann musst du jetzt einfach halt bewusst sein, dass jetzt, wenn du jetzt einsteigst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs genau umdreht und nach oben läuft, die ist natürlich da, aber die ist vielleicht eher nicht allzu hoch. Wenn du jetzt aber sagst, hey, das ist mir relativ wurscht, weil ich steige jetzt mal ein, mit einer ersten Tranche, weil ich ja nicht weiß, wo dann der Tiefpunkt ist, wann dreht das Ganze wieder um, mit einer ersten Tranche reingehen und dann die nächsten Tranchen halt relativ strategisch gezielt einsetzen und nicht einfach bereits wieder nach 5 Tagen die nächste Tranche auslösen, sondern abwarten, bis wir wieder Ansätze einer Bodenbildung sehen, bis wir vielleicht sogar wieder sehen, dass sich ein neuer Aufwärtstrend bildet, nächste Tranche auslösen und so weiter und so fort. Also da appelliere ich wirklich an viele von euch, die bis jetzt mit der Trendanalyse noch nicht so warm geworden sind. Nehmt euch das mal ein bisschen zu Herzen, schaut euch das an, das kann euch wirklich sehr viel schlussendlich helfen, Einstiege zu finden oder aber auch zu sagen, okay, wo ziehe ich die Reißleine, wo ist einfach mal Feierabend. Einfach so als Input, meine persönliche Meinung, muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Das ist auch keine Anlageberatung, sondern meine persönliche Meinung. Also, kommen wir zum Fazit. Positiv. Ich fange immer sehr gerne mit den positiven Punkten an, weil von denen gibt es massenhaft. Also wir haben ein sehr gesundes Unternehmen, eine sehr gesunde Bilanz. Wir sind quasi schuldenfrei, zumindest mal auf der verzinsten Schuldenseite. Deswegen die ganzen Zinssituationen, die ist für das Unternehmen relativ irrelevant. Wir haben viele wiederkehrende Umsätze, ist relativ gut prognostizierbar. Außer jetzt mit dieser Thematik, mit dem Image-Schaden, wo man jetzt schauen muss, gibt es Kunden, die bereits abwandern, die abziehen von Paycom? Das wird man jetzt wahrscheinlich dann im nächsten Quartal sehen. Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Das führt auch dazu, dass der Aktienkurs aktuell leidet. Was wir aber sehen, ist auch, wir haben eine große
gefüllte Kriegskasse, die natürlich für Übernahmen eingesetzt werden kann. Also wenn man jetzt die Möglichkeit hat, hier wirklich einen Konkurrenten aufzukaufen oder zu investieren ins weitere Wachstum, hat man die Möglichkeit bei Paycom, selbst wenn man jetzt in eine kleinere Krise läuft, man kann das Ganze sehr gut bewältigen. Vielleicht hat man hier vielleicht mal ein paar Quartale, ein Jahr lang Probleme, um das Image wieder aufzubessern, kann hier aber wirklich viel investieren und wahrscheinlich wird man das Ganze nach gewisser Zeit wieder vergessen haben, weil schlussendlich sind wir ehrlich, welches Unternehmen wurde noch nicht gehackt, wo noch keine Daten gestohlen, muss man auch aufpassen, dass man das Ganze nicht zu heiß kocht. Wir haben auch einen Wachstumsmarkt, in dem man tätig ist. Der Markt an sich ist jetzt nicht mehr ultradynamisch, ultraschnell wachsend, aber der wird weiter wachsen. Ganz klar bin ich ziemlich sicher, weil wir einfach wissen, hey, Personalmanagement, Human Resource Management, das wird weiterhin wichtig bleiben. Die Digitalisierung wird den Markt weiter vorantreiben. Als digitales Unternehmen sollte man in der Lage sein, von diesem Wachstum weiter zu profitieren. Die Aktie ist somit fundamental eigentlich auch attraktiv bewertet, wenn man das anschaut über die letzten 10 Jahre. Klar, das Wachstum wird nicht mehr so weitergehen, wie wir das ganz am Anfang hatten, aber wir sind immer noch auf einer soliden Basis. In den letzten 5 Jahren im Durchschnitt vom Umsatz etwa 25% Wachstum, das sind wirklich sehr starke Zahlen. Das wird jetzt tendenziell etwas weniger werden, ist aber auch relativ normal, dass man solche Werte irgendwann nicht mehr aufrechterhalten kann. Aber deshalb muss man einfach schauen, gerade bei der Bewertung, wenn man irgendwo im Bereich 70, 80er KGV ist und dann plötzlich das Wachstum einfach stark zurückgeht, dann wird es hier natürlich eine Anpassung geben von der Bewertung. Was für mich auch positiv ist, der Gründer ist nach wie vor stark involviert in das Unternehmen, also zum einen finanziell, zum anderen im Management. Also der ist sehr interessiert, dass das Unternehmen weiter floriert. Jetzt kommen wir zur Negativseite. Ein Punkt, der wichtigste Punkt habe ich bereits angesprochen, der Image-Schaden durch das Datenleck, der ist vorhanden, den muss man jetzt zunächst mal verdauen. Kurzfristig befindet sich die Aktie jetzt auch im Abwärtstrend. Also kann man sagen, eben seit dieser Prognose von diesem Datenleck ist es einfach ein fallendes Messer, wo man jetzt einfach wirklich aufpassen muss, dass man hier nicht einfach immer wieder nachgreift, sondern wenn, wie ich es vorhin gesagt habe, ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal, dann sollte man vielleicht so vorgehen. Wir haben jetzt auch eine wichtige Unterstützung im Chart, die einfach halten sollte, wenn die jetzt wirklich nicht hält. Also wir sind hier bereits eigentlich dran, das Ganze zu unterscheiden. Dann kann es einfach sein, dass die Reise noch mal ein bisschen nach unten geht und muss man sich bewusst sein. Auch vielleicht noch als Negativpunkt zu erwähnen, ist einfach, wir haben einen wirklich starken Wettbewerb in dieser Branche. Also es ist nicht ein Unternehmen, das jetzt irgendwo ein Monopol hat, was auch immer, muss man sich ganz klar bewusst sein. Also dieser Human Resource Management Bereich, allgemein CRM-Bereich, Software-Bereich, der ist hart umkämpft, da gibt es eine große Konkurrenz da draußen. Das heißt, hier ist es nicht so, dass du als Unternehmen jetzt nur dich für Paycom entscheiden kannst, du hast hier wirklich eine große Auswahl. Deshalb muss man hier einfach wirklich schauen, kann man die Wachstumszahlen aufrechterhalten, kann man seine Kunden bei Laune halten oder nicht. Das heißt, es ist nicht ein Unternehmen, das du einfach ins Portfolio legen kannst, sagen kannst, hey, ich schaue mir das in 5 Jahren nochmal an und dann wird sich das verdoppelt haben. Nein, da muss man vielleicht schon ein bisschen genauer hinschauen. Das ist so meine Einschätzung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wäre ich dir dankbar, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Es kommen wieder neue solche Analysen zu verschiedenen Unternehmen, zu allgemeinen Themen, Aktienbörse investieren. Und wenn du für dich lernen willst, wie du solche Unternehmen beurteilen kannst, ob du dir solche Unternehmen ins Portfolio legen solltest oder nicht, dann schau doch einfach mal vorbei auf www.matthiaschristen.com und melde dich an für ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns mal an, wie du am besten an der Börse vorgehen kannst, wie du ein gut diversifiziertes Portfolio aufbauen kannst und möglichst viel aus dem Börsenerfolg für dich rausziehen kannst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dein Matthias Christen.